Hallo Leute und herzlich willkommen zurück auf The Minecraft. Ich hoffe, dass wir den heutigen Part mal endlich das hier fertigstellen. Wir sind nämlich gerade hier in der Redstone-Villa, einem riesengroßen Projekt zu bauen an dem Boxlager. Haben soeben auch die Minecarts eingerichtet. Jetzt fehlen allerdings nur noch die Keycards. Ich sah, dass es draußen schon regnete. Wir haben schon eine Menge geschafft, wenn man sich das mal alles anguckt hier. Das riesengroße DMS-Lager, was wir gebaut haben. Dieses tatsächlich gut funktionierende Boxlager. Ich habe selber noch mal ein bisschen überlegt, was man hier so machen könnte noch. Wir wollen ja noch ein Lager bauen. Ich überlegte, ob ich vielleicht eine Braumaschine auch noch in das Haus integriere. Dann könnte die auch noch hier unten im Keller Platz finden und würde so hier niemanden stören. Die ganzen Farmen, um Essen zu produzieren, die werden alle oben angereichert. Und ich glaube, um nochmal ehrlich zu sein, bei so einem großen DMS-Lager werden wir keine zusätzlichen, also das zusätzliches Lager nicht mehr benötigen. Ich werde kein zusätzliches Lager bauen. Also, oder spontan entscheide ich mich vielleicht um. Also, das Haus hat auch viel mit Spontanität zu tun. Erstmal das hier fertigstellen. So, heute dürfen wir Schlüssel generieren, was erstmal eine recht langweilige Arbeit ist. Aber schauen wir mal, was draus wird. Erstmal, was nutzen wir als Schlüssel? Ich würde sagen, da würde ich die Name-Tags verwenden. Sie sehen ja auch aus wie Schlüssel, meiner Meinung nach. So, es gibt für jede Kiste ihren eigenen Schlüssel. Das ist schon echt cool. Ich sollte vielleicht jetzt gleich, obwohl, nee, doch nicht. Schon gut. Vergiss das. Erstmal Schlüssel machen. So. Das kommt weg. Jetzt geht's los. Schlüssel. Schlüssel werden immer gekennzeichnet durch Box. 1 und dann kommt der Schlüssel-ID. 1 unterstrich. Gut. Auch hier mache ich mir wieder Box-Tags für den Anfang. Und jetzt geht's los. Box 1 unterstrich. Und jetzt kommt hier ein Code rein, den ich irgendwie wild auf der Tastatur rumhaue. Das macht das Ganze sicher. 2 unterstrich. So. Ne, Box 3 unterstrich. Box 4 unterstrich. Lol. So. Box 5 unterstrich. Box 6. 6 unterstrich. Das macht Spaß. Sicherheitsleute beim Arbeiten. Box 7. So hört sich's an, wenn Leute im Sicherheitsamt arbeiten. So. Box 8. Box 9. Box 10. Box 11. Box 12. Box 13. Box Nummer 14. Box 15. Box 16. Habe ich irgendwo einen Zählfehler? 11, 12, 13, 14, 15. Nein. Box 17. Box 18. Wir nähern uns dem Ziel. Zwei noch. 19. Und Box 20.
Cool. Fertig. So, jetzt müssen die Schlüssel noch installiert werden. Dazu fliegen wir hier hinten hin und hier geht's los. In Box 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. So. Müssen wir leider durchklicken. Das ist jetzt auch langweilig, da gibt es jetzt gerade auch wirklich nicht viel zu kommentieren für mich. Wir müssen das einmal alles durchklicken, Box Nummer 4 und hoffen, dass das alles stimmt. Aber dann ist das Boxlager fertig und das ist schon eine schöne Sache, das Boxlager am Ende, wenn es funktioniert. Moment, ist hier irgendwas falsch? Ach, hier laufen die ganze Zeit die Minecarts durch, ne? Wenn es da keinen Kollateralschaden gibt. Dann guck mal, wenn ich jetzt hier das Boxlager einrichte, 5... In dem Moment, in dem ich das Boxlager einrichte, fährt nämlich hier unten das Minecart los. Naja. Wenn das nachher noch funktioniert, da wäre cool. 6. Darf ich es auch nicht zu schnell einrichten? Nicht, dass es Stress mit den Minecarts gibt. Aber kann ich nicht einfach so machen? Was spricht dagegen, es so zu machen? Nix. Wenn das mal funktioniert, na gut. Ich sollte mir vielleicht von den anderen kurz mal was behalten. 10, 9, 8, 7. Ne, die Schlüssel brauche ich ja nochmal gleich. Aber sieht gut aus. Funktioniert zumindest auf jeden Fall. 15. Sind auch gleich schon wieder durch. Sieht auch immer lustig aus, wie das Minecart da verschwindet im Boden. Also hier. Minecart steht da. Und auf einmal wupp, verschwindet es so im Boden. So. Und die letzte Nummer. Cool. Geschafft. Alle Minecarts installiert. Jetzt heißt es für uns gucken, ob es klappt. Also, ein Schlüssel rein. Da ist der Schlüssel. Da ist Minecart 1. Schlüssel rein. Wir bekommen den Schlüssel wieder. Und Minecart Nummer 2. Schlüssel mit 3 kommt rein. Den Schlüssel kriegen wir wieder. Hier ist Numero 3. Nummer 2 findet gerade seinen Weg wieder zurück ins Lager. Schlüssel Nummer 4 rein. Und da ist der Schlüssel.
Und wir haben Minecart Nummer 4. 5. Schlüssel passt rein. Schlüssel bekommen wir wieder. Und an die Ausgabestation fährt Minecart Nummer 5. Okay, ich glaube, dass das System funktioniert. Ich muss jetzt nicht komplett durchtesten. Obwohl, gleich wird es natürlich spannend. 6, 7, 8, 9. Jetzt mache ich Stichprobenteste. Zehn, elf, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Hier mache ich einen Stichprobentest. Kriege ich den Schlüssel wieder? Ja, Schlüssel kriege ich wieder. Und Minecart 17. Ihr seht, wie schnell das geht. Das Gute. Minecart 17. Ja, funktioniert. 18, 19, 20. Und ihr seht, wenn ich jetzt einen anderen Schlüssel bei 20 zum Beispiel hier rein tue, es passiert nichts. Nur wenn ich den richtigen Schlüssel an der richtigen Position rein tue, dann bekomme ich den Schlüssel nicht nur zurück, sondern gleichzeitig wird auch an dieser Stelle, an diesem wunderschönen Mechanismus, mein Minecart hochgefahren. Hallihallo, liebes Minecart. So, und mit Reset können wir das Minecart wieder zurück ins System beordern. Da fährt es rein. Und wir alle sind glücklich, denn das System funktioniert richtig gut. Jetzt gibt es noch eine kleine Kiste mit allen Schlüsseln zur Sicherheit an dieser Stelle. Falls doch irgendjemand mal den Schlüssel verschlunzt, dass man den auch wiederbekommen kann. Und das System ist hiermit ganz offiziell fertig, abgeschlossen und cool. Der Minecraft getestet und TÜV geprüft. Und ich bin sehr glücklich über dieses System. Es läuft tatsächlich sehr, 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 sehr gut. Ohne jeglichen Fehler. Gut, jetzt muss ich noch das hier eben abschließen. Damit das hier auch wieder ein bisschen aussieht. Dabei vorsichtig sein, dass ich nicht irgendwelche Repeater falsch einstelle. Und wir haben es geschafft. Jetzt können wir uns weiter überlegen, was wir hier tun. Zwei Stockwerke und danach sollte das Haus beginnen. Ist jetzt erstmal mein Plan. Das heißt, erstmal machen wir es hier hell. Jetzt geht es hier weiter. Das können wir so lassen, denn wie gesagt, dieses Kellerstockwerk, da wird sowieso von... Also wo ich jetzt gerade herumfliege, da wird kein Spieler später rumfliegen. Denn die Spieler werden sich nur innerhalb des Hauses aufhalten. Das heißt, das darf ruhig hier so unschön aussehen, ne? So kantig. Das muss ich nicht schön machen. Wichtig ist, dass die Räume von innen schön aussehen. Ist eine Beschreibung für das Boxlager notwendig? Ich glaube ja. In diesem Fall sollte ich auch diese einmal jetzt eben machen. Nehme ich ein Burg. Mache es einfach so eben schnell. Das stelle ich dann hier hin. Wohin kommt die Beschreibung? Das muss irgendwie aussehen. Mist. Sehr fix, normal, das gibt es doch nicht, dass das hier so kompliziert ist, das alles einzurichten. So, kann ich von hier aus den Repeater darunter verstellen? Tatsache, kann ich. Nicht gut. Nein, kann ich nicht, oder? Sollte ich nicht können. Nein, kann ich auch nicht. Aber es, man sieht die Kiste nicht. Die Kiste sollte viel lieber hier stehen. So, und über zwei Säulen sichtbar markiert sein. Und noch so einen schönen Quarzblock. Haben wir die schönen Quarzblöcke noch? Begeisterung hört sich anders an. Können wir sowas drauflegen? Kann man die noch öffnen? Ja. Gut, dann Schild. B. Nee. Bedienung. Nee, Quatsch. Und Instruktion. Boxlager.
Das Boxlager hat 20 verschiedene, ne, hat 20 Boxen, die mit der richtigen Keycard angefordert werden können. Punkt. Ich übernehme übrigens keine Haftung für Rechtschreibfehler. Punkt. Die richtige Keycard zu einem Lager befindet sich im Rahmen Punkt. Nur wer den richtigen Schlüssel hat, kann das dementsprechende Lager öffnen. Punkt. Sein Boxlager Anleitung. Na, Boxlager. Einfach nur Boxlager. Sign and close. Kiste, Buch, verteilen. Amen. Fertig. So. Funktioniert alles bestens, wenn jetzt hier jemand reinspringt. BP. Oder wird man selber dadurch auch nach oben geworfen? Nein. Wird man nicht. Stattdessen wird man hier ganz mürbel zermatscht in der Technik. Auch lustig. Ach, das muss auch möglich sein, oder? Wäre ja lustig, wenn das tatsächlich so ist, dass ich jetzt hier selber drauf tippe. Na. Ich will auch eben wissen, ob das klappt, ihr lieben Menschen. Wenn ich mich hier drauf stelle und jetzt auf diesen Knopf drücke, was passiert? Lol, nein, schade. Das wäre ja lustig gewesen, wenn ich selber als Spieler es hier hochschaffen würde. Nein, egal, gut. So. Damit wäre das hier abgeschlossen und wir müssten die erste Treppe bauen, die dann nach oben führt. Die führt hier so einen Zwischenraum. Ist es schon wieder hier am Regnen? Weather. Clear. Aha. Schmutzig die Luft. Wie mache ich das Treppenhaus? Aus welchem Material mache ich die Seitenwände? Ich würde sie aus Stonebrick machen, aber ich weiß nicht, wie schön oder weniger schön Stonebrick aussieht. Aber ich glaube, für ein Treppenhaus ist das vollkommen okay. Machen wir Stonebrick und dann machen wir dort Redstone-Lampen an der Seite rein. Das finde ich, glaube ich, am schönsten von allen Möglichkeiten. So, und sobald das Treppenhaus beginnt, gibt es auch dann anderes Material dafür. Und zwar Stonebrick. Nein, irgendwas, was kontrastreich schön aussieht. Ich überlege sogar, ob ich den Redstone nehme. Red Sandstone nehme. Der irgendwie was hergibt, finde ich. Und an dieser Stelle geht er dann hoch. Also das wäre dann die Treppe. Ein Stockwerk höher. Oder ein halbes Stockwerk höher. Ein bisschen höher zumindest. Genau. Jetzt brauchen wir hier Stone, setzen den mal so hin. Das müsste ja passen von der Größe. Ja, passt perfekt. Dann Redstone-Lampen haben wir immer gesagt. So. 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 Auf beiden Seiten. So. 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 Sieht, glaube ich, am schönsten aus.
können wir auch jetzt ganz einfach so bauen. Genau. Geschafft. Cool. So wird das Treppenhaus dann später weitergeführt in eine weitere Etage, die hier entstehen wird. Und zwar auf dieser Höhe. Boden der Etage wird gemacht aus, weiß ich nicht, irgendeinem, ich nehme mal gern die Planks als Boden, weil ich persönlich die mal sehr schön finde als Boden und auch gut geeignet als Boden. Wir sind im Keller, da wäre es klug, ein etwas helleres Material zu nehmen. Stonebrick, Jungle Wood zum Beispiel. So, zum Beispiel. Und hier das dann so hinzubauen. Und jetzt könnte man dann eventuell das hier normal hier bauen, so eine Art Torbogen. 1, 2, 3. 1, 2, 3. So, so. Und schon hätten wir hier die korrekte Anbindung ans Treppenhaus. Hier würde nochmal eine Redstone-Lampe an dieser Stelle eingelassen werden. Und schon haben wir es. Jetzt ist alles noch korrekt verschließen. Ich glaube, ein Spieler wäre richtig doof, wenn er sich jetzt hier durchbaut. Puff, tot. Daher vorsichtig in diesem Haus, denn man sieht, es gibt hier viele nicht bebaute Hohlräume, aber auch voll mit Absicht gedacht. So, dann hier die Treppe fortsetzen, die hier oben hergeht. Das macht das Ganze viel angenehmer anzuschauen und auch viel schöner. Wenn man es denn mal machen könnte. Und fertig. Eine kleine Treppe, die hier runterführt in das schöne Boxlager, wo wir dann unsere Boxen anfordern können. Ja, das sieht gut aus, gefällt mir sogar. Das könnte ja auch nochmal eben so verbessert werden. Und es fällt gar nicht auf, dass das hier nur eine halbe Stufe kleiner ist. Okay, hier merkt man natürlich das ganz stark. Ist es schön, wenn ich jetzt hier eine weiße Kante reinsetze? Nur testweise. Das wirkt so ein bisschen abgeschlossen, oder? Obwohl. Nein. Das macht es ja auch irgendwie ein bisschen schöner. Was meint ihr? Oder wir machen es so. Und dann hier zum Beispiel. Wo sind sie denn? Hallo? Ja? Da? Die meine ich? Nein? Ja? Vielleicht? Um es ein bisschen abzurunden? Ja, gefällt mir. Kann man so lassen. Cool. So, jetzt ist es aber auch wirklich fertig. Und alles schön symmetrisch. Ah, hier ist ja gar nichts gebaut. So, dann käme jetzt hier ein Zwischenstockwerk, von wo aus man noch ein paar Räume besichtigen kann. Die wir allerdings im nächsten Part planen. Vielen Dank fürs Zuschauen an dieser Stelle und wir sehen uns im nächsten Part wieder. Bis bald und ciao.